Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen, ja, ich kann nicht sagen direkt Do-It-Yourself, weil das hier keine richtige Anleitung ist. Die Anleitung dafür findest du im Handpuppenforum. Einfach da mal registrieren und reinklicken. Da kannst du dann, wie gesagt, die Anleitung finden und wie auch das Ganze aufzubauen ist. Aber worum geht es jetzt eigentlich genau? Es geht um ein Open-Air-Handpumpentheater. Und zwar wird das Ganze zwischen zwei Bäumen aufgestellt mittels einer Spannschnur. Und an dieser Spannschnur ist dann nochmal ein Tuch befestigt, einmal als Hintergrund. Und dann haben wir natürlich auch noch vorne ein Tuch, im Prinzip, was dann so diese Spielfläche bzw. die Bühne bildet. Wie das Ganze genau aussieht, das möchte ich dir in ein paar Fotos erklären, weil so einfach kann ich das nicht mit Worten beschreiben. Das Ganze stammt übrigens aus meinen Archiven. Ich habe das mal 2013, 2014 angefangen zu entwerfen. Ich habe es leider irgendwie nie finalisiert, wollte aber trotzdem das Ganze nochmal ausgraben und hier für dich reinstellen. Vielleicht interessiert dich das ja, vielleicht möchtest du das Ganze nachbauen. Also klick dich einfach mal rein ins Handpuppenforum. Aber jetzt höre ich auf zu reden. Ich stelle dir das Ganze einmal mit Bildern vor und beschreibe dir das Ganze ein bisschen. Viel Spaß. Wenn wir uns jetzt das Handpumpentheater mal anschauen, dann sehen wir, dass das Ganze aus zwei Tüchern besteht. Wir haben einmal den Hintergrund, der hängt an einer, ja, an einem Seil, wenn man so will, mit einem Spanngurt. Dazu sage ich später nochmal was. Dann haben wir dann das vordere Tuch, was im Prinzip die Abgrenzung dann auch nochmal zum Publikum ist und dann auch gleichzeitig die Höhe für dich als Puppenspieler bildet, also im Prinzip die Bühne für die Puppe. Beide Tücher sind jeweils am selben Baum festgemacht, das heißt, das hintere Tuch hängt an zwei Bäumen und das vordere Tuch an denselben zwei Bäumen. Das Ganze bildet dann einen Spielbereich, in dem man halt, wie du jetzt auf dem zweiten Bild erkennen kannst, Abspannleinen dann auch nochmal hat, die das Ganze nach vorne ziehen. Und ich habe da für diese Variante damals auch dann noch ja, Bühnenplanken im Prinzip gebaut, die man auch nochmal zusammenklappen kann. Dürfen natürlich dann nicht so stark belastet werden, ne? Also mir war es damals wichtig, dass das Theater möglichst leicht zu transportieren ist, dass ich das Ganze auch mit meinem Fahrradanhänger im Prinzip zum Spielort bringen kann. Ja, darum war halt mir das auch wichtig, dass es möglichst klein alles zusammenlegbar ist. Wenn wir uns die Befestigung einmal anschauen, dann habe ich im Prinzip um den Baum selber erstmal eine Schlinge gelegt und ja, dann einen Metallring verwendet. Ich würde dir auf jeden Fall der Stabilität halber und der Sicherheit halber Karabiner empfehlen, auch bevor du im Prinzip das Grundseil, die Grundbefestigung um den Baum drumherum legst, dass du dann einen Baumschoner verwendest. Das kann eine Isomatte sein, eine alte, die du halt zurechtschneidest. Ist einfach wichtig für den Baum, dass der auch geschützt wird, denn bei Wind bewegt sich natürlich dann das Tuch und diese ganze Konstruktion und dementsprechend würde dann auch das Seil beziehungsweise die Befestigung dann an der Rinde des Baumes reiben und damit da halt nichts mit passiert mit dem Baum, damit er nicht geschädigt wird, wäre es halt wichtig, schon Baumschoner zu verwenden. Ich hatte das damals, das waren die ersten Aufnahmen, hatte ich das alles noch ohne Baumschoner gemacht, deswegen hier das einmal alles ohne die entsprechenden wichtigen Maßnahmen auch, wie ich finde. Ja, das Tuch vorne kann ruhig auch mit einem etwas dünneren Seil befestigt werden. Ich empfehle generell schwarz zu nehmen für die Befestigung am Baum und auch für die Befestigung ja, der Tücher, im Prinzip die Spannleinen zwischen den beiden Bäumen, dass sie auch schwarz sein sollten. Aber punkto Sicherheit sei da auch wieder mal wieder in den Vordergrund gestellt. Das Ganze sollte eine hohe Bruchfestigkeit haben. Und von daher, wenn du da nicht das Passende findest, dann wirklich geh auf Nummer sicher, nimm dann
irgendwas, was eine hohe Buchfestigkeit hat. Im Prinzip reicht auch für das vordere Tuch eine Paracord. Paracords an sich haben eine hohe Bruchfestigkeit. Die gibt es auch in verschiedenen Farben, unter anderem halt auch schwarz. Ich habe hier, wie du auf dem Bild siehst, eine schwarze Schnur verwendet. Das ist Paracord. Da kannst du das wirklich verwenden, aber allerdings bei dem oberen Tuch, da solltest du wirklich auf Nummer sicher gehen und etwas nehmen, was eine hohe Bruchfestigkeit hat. Hier auch wirklich Baumschoner verwenden, weil es ganz, ganz wichtig ist, auf diesem Tuch liegt eine, also diese ganze Seil hat eine wirklich sehr hohe Spannung. Bei diesem ersten Versuch hatte ich noch keine Stange in der Mitte verwendet. Ich habe mir dann später noch eine Teleskopstange verwendet, die man ineinander steckt, die das Ganze nochmal in der Mitte unterstützt, dass halt nicht zu viel Gewicht auf dieser ganzen Abspannleine drauf liegt. Ich füge nochmal eine Zeichnung am Schluss an, dass du das nochmal erkennen kannst. Ich würde dir sowieso empfehlen, dass du beim Handpuppenforum vorbeischaust und dir das dann nochmal im Detail alles anguckst, wie das Ganze zu konstruieren ist, was du beachten solltest und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, bei dem hinteren Tuch liegt eine große Spannung drauf, unbedingt Baumschoner verwenden, ohne No-Go, finde ich, weil der Baum wird dadurch beschädigt, in Mitleidenschaft gezogen und das wollen wir natürlich nicht. Des Weiteren würde ich dir stark empfehlen, dass du drei Karabiner hast, dass du einmal diesen Abspannpunkt 1, du brauchst übrigens dafür eine Leiter, diesen Abspannpunkt 1, dass du da im Prinzip eine Schlinge wieder um den Baum legst mit einem Karabiner drinne, wo du dann im Prinzip das Ganze einhaken kannst, dann auf der anderen Seite nochmal dasselbe Spiel und dann im Prinzip mit zwei Spanngurten arbeitest, wo du im Prinzip dann das Ganze mit einer Ratsche dann auch auf Spannung bringen kannst. Ich empfehle dir wirklich eine Ratsche, nicht diese einfachen Spannenriemen, wo im Prinzip nur eine Art Klemmenmechanismus ist. Also das sollte wirklich mit einer Ratsche gehen, das heißt, wo du dann die Ratsche halt vor uns zurück bewegen kannst, diesen Hebel, dass es dann wirklich am Ratschen ist, ne? So wie das Ganze dann halt auch schon sagt. Wenn das Ganze dann sicher hängt, dann, wie gesagt, diese Teleskopstange einfach nochmal unten drunter heben. Da solltest du dann beim Kauf wirklich drauf achten, dass es eine ist, die auch im Prinzip Gewicht tragen kann. Du kannst natürlich auch eine Stange nehmen oder halt einen entsprechenden Ast, der die entsprechende Länge hat. Das würde sich auch empfehlen, wenn du die entsprechenden Transportmöglichkeiten hast, weil der muss dann natürlich auch 2,50 Meter lang mindestens sein. Nochmal zu den Maßen des Ganzen. Das hintere Tuch sollte mindestens 2,50 Meter hoch sein. Warum sollte das 2,50 Meter hoch sein, wenn du vorne dann die Zuschauer sitzen hast und die gucken schräg im Prinzip nach oben? Dann finde ich es schöner, wenn der Kopf des Puppenspielers oder alles, was halt noch im Blickfeld des Zuschauers ist, wenn das nicht plötzlich vor diesem Waldhintergrund ist. Kann natürlich auch schön sein, aber ich finde es halt wichtig, dass man halt auch den Hintergrund dann noch perspektivisch dann schwarz hat. Ja, das dazu. Und wie gesagt, das vordere Tuch ist ganz wichtig, dass es die Höhe hat, die für dich und für deine Kollegin oder deinen Kollegen am besten ist. Ich habe damals hier noch Sisal-Leinen verwendet. Ich würde dir da auch wirklich schwarz empfehlen, weil das sonst einfach vom Gefühl her zu sehr hervorsticht, wenn du andere Farben hast. Ich hoffe, dir hat diese Anleitung gefallen, beziehungsweise ich hoffe, ich habe keine Fragen übergelassen, wahrscheinlich schon, weil ich habe es damals, wie gesagt, nicht alles ausformuliert. Das Ganze war halt nur ein Experiment erstmal, um zu sehen, ob das Ganze auch funktioniert. Ich habe es leider nie in der Praxis einsetzen können. Also wenn du irgendwelche Fragen hast, poste ins Handpuppenforum. Ich versuche dir dann gerne weiterzuhelfen. Ich danke dir fürs Reinklicken. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, dein Hannes.